3. August 2024, Berlin, 18 Uhr. Ich begrüße Sie und euch zur aktuellen Hitparade der Zigarrenbranche. Ich habe noch einen Koffer in Berlin. Das war einmal ein Schlagertext. Viele Koffer, auch Humidore genannt, werden hier und heute im Nobel Hotel Flacon eröffnet. Beziehungsweise wird über Zigarren diskutiert, die dort ihr Zuhause haben oder finden. Und das unter rund 300 Absonatas und Absonatos, die sich auf einen Smoke des Jahres freuen. Wir hören einmal rein, was die Brancheninsider der Zigarrenwelt zum ersten Hauptstadt-Smoke bei Zigarrenmagazin zu sagen haben. Let's go! Ja, ich muss echt sagen, es ist eine sehr coole Veranstaltung, ist echt cool. Und wenn man die Jungs da alle zuschaut, wie die Zigarren inhalieren und genießen, ja, das ist selten so viele Männer auf einem Fleck gesehen mit Zigarre. Also das ist schon beeindruckend, ja, vor allem. Frauen sind auch da, ja. Ich habe schon immer gesagt, eine Frau, wenn eine Zigarre raucht, das schaut immer schon sehr erotisch aus. Ja. Hallo Malte, schön dich in der Bundeshauptstadt anzutreffen. Großes Kino heute hier? Ja, definitiv. Also so eine große Veranstaltung mit 280 Genussrauchern ist natürlich, ob für uns aus der professionellen Brille oder aber auch als privat begeisterter Zigarrenaficionado, eine absolute Wonne. Hier bei ganz tollem Essen dann auch zeitgleich rauchen zu können, ist immer ein absolutes Highlight. Wirklich großes Lob an Michael Hahn und das Zigarrenmagazin-Team. Tolle Veranstaltung, sehr, sehr klasse. Die Gäste durften allesamt Zigarren, Absonatos und Absonatos sein. Wenn man hier einmal durch die Reihen schaut, wirst du nach VCF-Zigarren befragt? Ja, tatsächlich. Wir haben hier heute die Aliados Original Blend dabei. Das ist unsere Sponsoring-Zigarre zum Event hier heute. Und ich konnte sie schon zweimal vorstellen an zwei Zigarren-Aficionados, die sie bisher noch nicht kannten. Es handelt sich hier um ein Honduras Puro. Das heißt, die Tabake sind komplett aus Honduras. Und sie eignet sich wirklich wunderbar zum Start. Also es ist die perfekte Starter-Zigarre für diesen Abend hier. Sie ist mild bis mittelkräftig, unglaublich cremig, nussig, holzige Noten dabei. Und wenn man jetzt mehrere Zigarren am Tag raucht, dann kann man damit auch gut und gerne zum Beispiel starten. Früher am Tag oder so wie hier an einem Abend die erste Zigarre. Wunderbar, perfekt dafür. Wir konzentrieren uns derzeit auf kleine Formate. Wir werden wohl 9 neue Zigarren bringen, alle Short-Format mit aller Voraussicht nach 46, 51 und 56er Ringmaß mit 3 verschiedenen Blends in kleineren Verpackungseinheiten. Das ist eine ganze Menge Neues für uns. Mhm. Ich bin im Grunde genommen nach wie vor noch völlig beeindruckt. Gestern Abend ging es los mit einem kleinen Pre-Smoke mit nahezu 100 Gästen. Das war phänomenal organisiert. Ganz leckere Zigarren von allen möglichen Mitbewerbern und Unternehmen, die wirklich ihre Zigarren zur Verfügung gestellt haben. Tolle Gespräche bis in die späte Abendstunde. Und heute geht es gleich weiter mit dem Event hier. Grandioses Essen, tolle Getränke, die Atmosphäre hier ist unbeschreiblich. Im Grunde genommen ein Event der Superlative und der Willi und ich, wir waren uns bis jetzt auch einig, dass es ein Event ist, das nach einer Wiederholung schreit. Ich hoffe, ich spreche auch ein bisschen in deinem Namen. Ja, absolut. Wirklich toll organisiert. Wir sind perspektivisch gesehen sehr gut aufgestellt. Wir wollen nach wie vor unser Werk in Nicaragua weiterhin mit neuen Ideen und neuen Blends unterstützen, dass wir da weiterhin ausgelastet sind, dass wir den Konsumenten und Konsumentinnen weiterhin spannende Zigarren anbieten.
Und dementsprechend haben wir ganz, ganz tolle Ideen, von denen wir jetzt natürlich auch nicht im Detail großartig sprechen wollen und dürfen. Aber wir dürfen zumindest verraten, dass es das eine oder andere Jubiläum gibt, auf das wir gerade ganz eifrig hinarbeiten. Und ich denke, dass wir zur Intertabak in diesem Jahr doch so einiges verkünden können. Eine Wahnsinnsgelegenheit, mal so viele Zigarrenraucher aus der ganzen Nation geballt auf einen Punkt zu haben. Ich freue mich drauf. Ich glaube, das wird ein tolles Event und ich glaube, das wird der Beginn etwas Großem werden. Hoffe ich zumindest. Beginn einer großen Freundschaft. Einer großen Freundschaft, mehreren großen Freundschaften und vielleicht einer großen Eventreihe, die einmal im Jahr in Berlin stattfinden wird. Einfach schön, es gibt halt selten Plätze, wo die Zigarre so zelebriert wird. Und ich glaube, wenn man heute mal hier rumläuft, alle sind begeistert, alle haben glänzende Augen. Ich glaube, das lässt das Herz eines Zigarrenrauchers höher schlagen. Die Locations sind ja auch toll, oder? Ein Traum. Auch die Leute, die sind alle Charaktere, alle Gewerke zusammen. Das braucht die Branche. Das müssten wir öfter haben. Mega. Ich kenne ja den Michael Hahn schon eine Weile. Und mir war klar, dass das, was er macht, schon sehr detailverliebt und sehr perfekt werden wird. Aber er hat sich übertroffen, muss ich sagen. Also wir sind stolz und froh, dass wir hier dabei sein dürfen. Übers Essen, über die Location, Hammer. Also ich hoffe und ich denke auch, wir werden das sicher nächstes Jahr wiederholen. Ja, also muss man sagen, bei all den vielen Veranstaltungen, die ich in Deutschland und im benachbarten Ausland, auch in den USA gemacht und besucht habe, muss ich schon sagen, das ist schon eins der ganz großen Dinger hier. Wenn ich sehe, wie viele Menschen hier zusammenkommen, wie viele Leute man kennt, wie viele Bekannte man trifft, das ist schon eine Hausnummer. Und da hat er jetzt wirklich genau das abgeliefert, was er auch versprochen hat. Und da muss man einfach mal sagen, Hut ab, Michael, da muss man wiederkommen. Es geht gar nicht anders. Es ist so ein wunderschönes Moment, hier zu sein und für uns ist das deutsche Markt sehr, sehr bedeutend. Erstmal, weil mein Vater Deutscher war und weil für uns der Hauptmarkt ist. Und was ich jetzt von dieses Hauptstadt Smoke zurück nach Hause bringe, ist zu sehen, wie viele Leute hier gekommen sind, anstatt in Mallorca zu sein. Das ist wunderschön. Also unsere nächsten Zigarren für europäisches Markt ist erstmal D8 Maduro zu bringen im Robusto und White Churchill Format. Und mein Traum jetzt ist Culebras von uns auf den Markt zu bringen. Weil dieses Format irgendwie ist für mich das Symbol von Freundschaft. Drei Zigarren, die du mit deinen Freunden teilt. Und wir haben eine ganz gute Culebra jetzt gemacht. Nur die Packung muss noch ein bisschen verbessert sein. Das waren dann die Stimmen und Stimmungen vom ersten Hauptstadt-Smoke am 3. August 2024. Das war Berliner Großstadtcharme, durchzogen von Raffinesse und Klasse, inmitten der ausgefallensten Metropole der Welt in einer einzigartigen Location. 8 Premium-Zigarren gab es zu testen oder ab in den Reisehumidor. Eine deutsch-französische Kollation der Köstlichkeiten beeindruckte die Gäste ebenso wie die passenden Weine und mehr. Und noch einmal zur Stimmung, auch die Live-Musik sorgte für einen unterhaltsamen Abend. Best Smoke by Best Mood. Wir machen mittendrin. Ciao und lebt das Leben und freuen Sie den Genuss.